Ein schöner Duft eines Strauches zog die Aufmerksamkeit einer Biene auf sich. Kaum hatte sie mit der Arbeit begonnen, entdeckte sie eine riesige Blüte. Was für ein Glück! Wir sammelten einen vollen Eimer goldenen Blütenstaubs. Fülle ihn in eine Glasflasche. Füge einen Deckel hinzu. Magische Pollen können Wunder bewirken. Isabella entspannte sich in ihrer gemütlichen Hütte. Oh, mein schönes Zuhause. Aber hier wird es zu eng. Was soll ich tun? Oh, was für ein toller Ort. Sie legte sich eine Decke auf den Schoß. Ich werde mich verstecken. Isas Fantasie brachte sie in ein geheimes Zimmer. Was soll ich tun? Hier gibt es viele Spielsachen. Aber etwas fehlt. Oh, die Truhe der Oma. Was verbirgt sie? Was für eine geheimnisvolle Flasche. Schauen wir sie uns doch mal an. Sobald der magische Staub aufgewirbelt wurde, erschienen Blumen. Das ist ein Wunder. Perfekt. Oh, Wasserschwein, du brauchst auch noch etwas Dekoration. Sogar der geheime Raum passt zu Isas Stil. Wir brauchen eine kleine Flasche für eine neue Bastelei. Schneide den Boden ab. Wolke, gibst du uns etwas Schnee? Danke. Fülle die Schachtel damit. Bedecke den Boden. Wir brauchen einige Eisstücke. Überziehe sie mit Politur und bestreue sie mit Perlen. Male einen Teil der Kappe weiß an. Füge Frost hinzu. Der Strohhalm wird Schnee versprühen. Wahnsinn! Es hat ganz schön geschneit. Elsa kam mit dem Schneemobil in den Wald. Das ist nicht richtig. Die Steine sind kahl und es ist Winter. Ich werde das sofort in Ordnung bringen. Ein bisschen Magie? Oh, ein geheimnisvolles Licht. Das ist schon viel besser. Elsa, was für eine coole Piste. Yeah! Die Schneemänner rutschen hinunter und haben so viel Spaß. Aber der Kleinste hat Angst. Los, Baby, wir fangen dich auf. Oh, schau. Oh, wo bist du? Komm zu uns, Elsa. Oh, wo sind denn alle? Das ist ein Geheimversteck. Elsa, es liegt nicht genug Schnee. Wir werden schmelzen. Ich werde alles in Ordnung bringen. Etwas Magie und ein Eiszapfen verwandelte sich in eine Schneekanone. Problem gelöst. Elsas Geheimzimmer ist jetzt in ihrem Stil. Zeichne eine runde Schablone auf Mull. Bringe Farben an den Seiten an. Fülle die Tüten mit Erde und Samen und ziehe die Seiten zu. Wir haben einen Körper mit einem Kopf aus ein paar Kreisen gemacht. Wie süß. Die spitzen Ohren und das lustige Gesicht der Katze bezauberten alle. Wow, wir haben Gras. Es sieht aus wie ein spitzer Kamm. Isa, hallo. Oh, dein geheimes Zimmer ist so gemütlich. Thank you. Ich habe ein Einweihungsgeschenk für dich. Oh, das ist aber nett von dir. Mach es auf. Wow, was für ein süßer Kerl. Danke. Das ist es nicht. Lies die Anleitung. Es wird Gras wachsen. Wow, wo ist meine Gießkanne? Ah, ich will schon sehen. Wo ist sie? Oh, ich habe sie gefunden. Wollen wir sie zusammen gießen? Natürlich. Cool, du weißt wirklich, wie du mich überraschen kannst. Es passt perfekt zu meinem Zimmer. Wow, es gibt so viele Sachen. Dann eine Sauciere. Schnapp, alles wurde weiß gestrichen. Hier sind einige bunte Details. Modelliermasse wird zu leckerem Eis gemischt. Fülle sie in den Behälter. Es ist nicht einfach, die Füllung auszuwählen. Poppets werden zu Deckeln. Jetzt sind die Streusel sicher. Das Spielzeug ist perfekt für das Paneel. Verziere die Maschine mit Schneeflocken und Verzierungen. Elsas Eismaschine ist fertig. Sie wird den Besuchern des geheimen Raumes leckeres Eis bringen. Elsa, wo ist unser Essen? Wir haben Hunger. Warum schreit ihr so? Ich bringe euch das Essen.
Oh, hier ist euer Lieblingsessen. Nein, 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 das werden wir nicht essen. Wir wollen Eiscreme. Oh, sie sind außer Kontrolle. Warum schreien sie so doll? Es ist lecker. Solange du dein Eis nicht aufgegessen hast, darfst du kein Eis essen. Seht mal, was wir alles können. Ha. Oh, ihr kleinen Gauner, hier ist eure Belohnung. Elsa füllte die Schalen mit leckerem Eis. Hm, endlich haben sie ihr Eis bekommen. Wir brauchen Holzzweige, um eine Schaukel zu bauen. Mach aus Zwirnfaden Ranken. Es ist fast fertig. Auf der Schaukel sind wunderschöne Blumenknospen aufgeblüht. Isa liebt ihre Schaukeln sehr. Aha. Isabella ist gelangweilt. Hm, ich habe eine Idee. Sie brachte die Schaukeln vom Hof in ihr Zimmer. Wow, mein Plan hat funktioniert. Wasserschwein, du kannst es kaum erwarten zu schaukeln. Jetzt bin ich dran. Hör, hör. Mach eine besondere Decke. Einen fluffigen Stoff und eine flauschige Füllung. Das ist es, was wir brauchen. Nähe es mit der Barbie-Nähmaschine. Wie schön. Spiralförmige Haargummis dienen als Eisstrahler. Die Decke wärmt nicht, sie kühlt ab. Jedes Baby hat seine eigenen Vorlieben. Elsa liest ein Buch unter ihrer kalten Lieblingsdecke. Wie gemütlich. Schwester, sieh mal, was ich für deine Einweihung mitgebracht habe. Was? Wo? Ich kann es nicht sehen. Hier. Ah, was ist auf deinem Kopf? Ich habe Angst. Das ist eine Blume. Dein eisiges Inneres braucht ein paar Pflanzen. Oh, da hast du wahrscheinlich recht. Setz dich, lass uns reden. Wow, eine neue Decke? Die ist so schön. Warum ist es so kalt? Ich bin ja schließlich die Eiskönigin. Nimm etwas Tee, der wird dich aufwärmen. Das ist viel besser. Ich habe eine Idee. Hier sind eisige Rosen. Und ich konnte nicht herausfinden, was sie brauchen. Oh, was hast du getan? Aber das ist doch dein Stil. Lege eine Schachtel mit Zahnseide aus. Fülle sie mit Modelliermasse. Fertige ein Objektiv für einen Projektor an. Vergiss die Tasten und die seitliche Belüftung nicht, damit das Gerät nicht überhitzt. Der niedliche Projektor mit Beinen zeigt die Lieblingszeichentrickfilme. Die Freunde setzen sich hin, um Lalelu zu schauen. Oh, das habe ich schon mal gesehen. Hast du eine Idee? Hm? Natürlich. Lass uns zu meinen Fotos wechseln. Oh, schön. Typisch Isa. Vielleicht ist es besser, ein neues Video anzuschauen. Hier ist ein super Selfie. Tut mir leid, es ist Zeit für mich zu gehen. Bye. Ach was, ich und das Wasserschwein haben schon Popcorn. Zeichne eine niedliche Wolke auf dünnes Styropor. Schneide die Silhouette aus. Bedecke die Wolke mit der Füllung. Sie ist ganz weich. Wow, eine Sternenschnuppe. Was für eine tolle Aussicht. Füge Sterne hinzu. Eine glitzernde Girlande vervollständigt die Bastelei. Wir haben einen Sternenhimmel direkt im Zimmer. Ja, Fußball ist unser Lieblingsspiel. Pass. Los, los, los. Tor. Ja, wir haben gewonnen. Schneemänner, es ist Zeit zu essen und schlafen zu gehen. Jeder bekommt einen leckeren Eiszapfen. Und du, Baby, komm her. Wir bringen dich ins Bett. Oh, du schläfst nach einem Märchen ein. Vor langer Zeit im Königreich Arendelle. Oh, ich habe noch eine Idee. Schnipp, Elsa schaltete den Nachthimmel ein. Er ist hypnotisierend. Als die Kinder den Sternenhimmel betrachteten, schliefen sie sofort ein. Sogar Elsa konnte nicht widerstehen und schloss ihre Augen. Nimm etwas Modelliermasse. Wow, eine Blume. Hier gibt es eine ganze Wiese. Verziere den Spiegel mit ihnen. Klebe eine Schicht Schaumpapier auf die Rückseite.
Ein großer, blumiger Spiegel wird Isabella glücklich machen. Die kleine Isa betrachtet ihr Spiegelbild. Oh, ich bin so schön. Aber es ist schwer, mich zu sehen. Vielleicht sollte ich einen Stock an einen Spiegel kleben. Igitt, das ist nicht genug. Ich kann meine ganze Schönheit nicht sehen. Ich hab's. Ich brauche nur einen größeren Spiegel. Dann wird Oma Alma nicht böse und ich kann sie gut sehen. Oh, es fehlt nur noch eine Blume im Haar. Wie schaffe ich es, immer makellos auszusehen?